Willkommen zurück bei Mathe-Algerie. Heute mal wieder in Deutsch. Wie versprochen, der Grundlagenkurs für die Daumentechnik fürs Bogenschießen. Also da gibt es ja viele, die dann immer Reiterbogen sagen. Das ist das, was ich zuerst noch kurz aufklären möchte. Die Daumentechnik ist nicht nur für Reiterbögen. Oder was ist ein Reiterbogen und was ist kein Reiterbogen? Ich kann jeden dieser Bögen, das ist ein japanischer Hankyo, ein halb langer Yumi, vom Pferderücken schießen. Ich kann einen indianischen Flachbogen vom Pferderücken schießen. Ich kann sogar einen modernen Recurve-Bogen vom Pferderücken schießen. Aber natürlich dann auch asiatische Reflexbögen. Und darum geht's. Wenn wir Reiterbogen sagen, sprechen wir normalerweise dann von Bögen, die so ausschauen. Was ist das Charakteristikum von so einem Bogen? Er hat einen erheblichen Reflex und die Enden, die Wurfarmenden sind steif. Im Vergleich zu einem normalen Recurve. Hier, wenn ich den Bogen spanne, seht ihr, dass der Recurve arbeitet. Also es ist ein Active Recurve. Bei dem Bogen, wenn ich den spanne, der Recurve bleibt steif und bringt mehr Druck hier auf den Wurf an. Und das ist, was ist normalerweise so immer jetzt gesagt, Reiterbogen. Wobei in der Geschichte genauso viele Fußsoldaten diese Bögen geschossen haben, als sie auf dem Pferderücken geschossen haben. Natürlich hat so ein Bogen viele Vorteile gegenüber, sagen wir mal, einem englischen Langbogen vom Pferderücken zu schießen, weil er einfach kürzer ist. Mehr praktikabel als irgend so ein langer Prügel. Auch die Yumis sind recht lang. Also der normale Yumi ist ja 2,30 Meter, sowas vom Pferderücken zu schießen. Braucht schon Skills, gibt's aber. Yabusame, japanisches Reiterbogenschießen, die schießen das Teil 2,30 Meter vom Pferderücken. Also die Definition Reiterbogen ist leicht irreführend, weil jeder dieser Bögen vom Pferd geschossen werden kann. Deshalb ist jeder von diesen Bögen ein Reiterbogen. Worum es geht, sind diese Bögen, wie gesagt, und die Definition wäre eigentlich eher asiatischer Reflexbogen. Von der Herkunft, die kommen meist aus asiatischen Ländern, China, Mongolien, Korea. Asiatisch wegen der Herkunft und Reflex oder Reflexbogen wegen diesem eben Reflex in den Wurfarmen und wegen der statischen Sears. So, das jetzt mal außen vor. Wir werden einfach fürs Daumentechnik schießen und das wäre so meine Bitte an euch, wenn ihr anfangt mit der Daumentechnik, holt euch einen einfachen, günstigen Bogen. Diese Snake Recurve kosten jetzt in Deutschland irgendwo 50, 60 Euro. Machen alles mit, was man will. Man kann drei Finger mediterran schießen, hat zwei Pfeilerflaggen. Man kann rechts, linkshand schießen. Man kann Daumentechnik schießen. Man kann sogar, also es ist ein sehr multi-versatile-einsatzfähiger Bogen. Holt euch so einen. Den gleichen Effekt hätte jetzt der Bogen, der ist vom Kovac aus Ungarn. Das ist auch ein Twinbow, hat zwei Pfeilauflagen, sehr nahe am Center. Sehr gut, sehr schön zu schießen. Nur so ein Bogen kostet halt 300 Euro, 320 Euro. Und für den Anfang würde ich empfehlen, nur so ein 22 Pfund oder 26 Pfund Snakebogen, damit sich der Daumen dran gewöhnen kann, damit ihr mehr Fokus auf die Technik legen könnt, als wenn der Bogen zu schwer ist. Ihr wollt keine 300 Euro ausgeben für euren ersten Bogen, weil irgendwann wird euch das Zuggewicht dann zu wenig und ihr wollt einen stärkeren Bogen und dann habt ihr 300 Euro investiert und kauft ein halbes Jahr später einen neuen Bogen. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ne? Also, holt euch einen günstigen Bogen. Ich meine, auch sowas ginge. Die gibt es von Flagellatei. Das ist ein Flachbogen, der kostet 50, 60 Euro. Das gleiche wie der Snake, hat halt keine Pfeilauflage, lässt sich aber trotzdem sehr schön mediterran schießen und lässt sich auch Daumentechnik schießen. Ja.
kein Problem. Also so Bogen reicht völlig für den Anfang zum Trainieren. Wir, weil wir es immer so machen, benutzen aber jetzt die Snake-Bögen dafür. Gut, ihr habt einen Bogen, einfach mit maximal 25 Pfund. Auch wenn ihr schon erfahrene Bogenschützen seid, fangt trotzdem mit einem sehr leichten Zuggewicht an. Schritt 1, wir stehen immer seitwärts zum Ziel. Es gibt natürlich verschiedene Standpositionen. Im Moment machen wir es einfach so, dass wir seitwärts zum Ziel stehen, dass die Zehenspitzen verlängert eine Linie zum Ziel bilden. Da stellen wir uns mal hin, die Füße schulterbreit, über die ganzen Feinheiten hier reden wir später. So. Schritt 2, wie halte ich den Bogen? Und da geben wir einfach mal her. Nehmt den Bogen in die Hand, spannt die Sehne etwas und dann öffnet man alle 5 Finger. Und was man jetzt sehen kann, ist, wenn man den Bogen zu weit am Daumen anlegen hat, dann ist der Daumen immer noch ein bisschen steif. Oder man hat die Hand zu weit drin, ja, dann winkelt es einem so das Handgelenk. Aber also einfach mal schauen, dass das Handgelenk gerade ist. Wenn ich die Finger geöffnet habe und dann findet der Bogen den Platz zwischen Daumen und Zeigefinger an der Wurzel, da unten, dieser Bereich, da liegt der Bogen auf. Und wenn ich das habe, schließe ich meine unteren 3 Finger und drücke mit den 3 Fingern den Bogen in meine Handwurzel. Die anderen 2, die Zeigefinger und Daumen, die bleiben einfach entspannt, weil die braucht man dann gleich. Ne? Also so das erstmal üben, dass ihr den richtigen Griff für den Bogen habt. Das kann man eine Zeit lang machen, bis sich das richtig gut anfühlt. Ne? Also immer schauen, dass das Handgelenk nicht in die eine oder in die andere Richtung abgewinkelt ist, dass das Handgelenk gerade ist, dass der Druck des Bogens wirklich gerade reingeht in den Unterarm und sich dann fortsetzt in die Schulter und dann so weiter. So, wenn wir das haben, kommt das nächste, der Pfeil. Wir schnappen den Pfeil am Ende und deswegen sind jetzt die 2 Finger hier frei zur Verfügung. Wir legen den Pfeil hier auf, wenn die Pfeilauflage da ist, lege ich es auf die Pfeilauflage, ansonsten lege ich es auf meinen Daumen und halte den Pfeil fest mit den 2 Fingern. Schau, setzt das? Den 2 Fingern halte ich den Pfeil fest. Und dann hier drehe ich den Bogen, dass die Sehne schon am Pfeil anliegt. Und jetzt nehme ich die 2 Fingerchen und schiebe den Pfeil einfach nach vorne über die Sehne, halte den Pfeil fest, ziehe zurück und schon ist genockt. Ganz einfach, könnt ihr euch gerne ein paar Mal anschauen, ich zeige es auch noch ein paar Mal. Dann ist der Pfeil genockt, ich halte den Pfeil hier fest, dass er nirgends hin kann. Stimmt? So, die rechte Hand, die linke Hand macht hier mit 3 Fingern eine Klammer, das gleiche mache ich mit der rechten Hand, also ich mache hier das. Die 3 Finger bleiben geschlossen und die 2 arbeiten. Also ich habe nur die 2 Finger arbeiten und die 2 Finger arbeiten. Dann, wenn ich das habe, die Hand bleibt erstmal immer so, also nie die Sehne so approachen, also immer die Hand flach halten. Daumen raus, Zeigefinger runter. Ich gehe in das erste Grübchen von meinem Daumen, da lege ich die Sehne rein und dann schließe ich den Daumen, sitzt es, am Mittelfinger. So, die Spitze des Daumens drückt auf dieses Gelenk des Mittelfingers. So. Und dann kann ich, gibt es verschiedene Versionen, im Moment wickeln wir dann einfach rollen den Zeigefinger um den Daumen. So, wenn wir das haben, die Hand bleibt immer noch gerade, also nicht so halten, immer schön hochkant. Dann liegt die Sehne hier an und jetzt drücke ich mit der Hand, mit dem Zeigefinger, mache ich diese eine Bewegung so rüber, dass ich dem Pfeil hier einen leichten Druck gebe. Weil nämlich, wenn ich den Pfeil dann hier loslasse, der Pfeil immer noch hält, weil ich hier Druck ausübe. Also ich drücke hier den Pfeil gegen den Bogen mit meinem Zeigefinger. Genau so. Und dann hält der Pfeil, geht nirgends hin. So, das sind mal so die Grundlagen. Wenn ich das jetzt habe, dann schaue ich wieder mit meinen 2 Augen zum Ziel und ich deute mit der Handwurzel dahin, wo ich hinschießen will, aber im Moment denke ich nicht übers Treffen
Und über Vollauszug, ich mache jetzt einfach mal so, ziehe ein bisschen und lasse einfach mal los. Habe eine Markierung irgendwo auf der Scheibe, dass ich grob die Richtung sehe. So, die zwei Finger sind entspannt. Die drei Finger sind geschlossen. Mit den zwei Fingern lege ich den Pfeil auf, halten fest, Kontakt zur Sehne, schiebe nach vorne, über die Sehne, schiebe zurück, genockt. Dann wickle ich den Daumen rum, Daumen kommt auf den Mittelfinger, Zeigefinger rollt rüber. Die Hand dreht sich, das Handgelenk dreht sich, bis der Zeigefinger Druck auf den Pfeil ausübt. Wenn der Druck da ist, kann ich hier loslassen. Dann wieder einfach mal so ein bisschen ziehen und auslassen. Und das macht es mal 100 Mal, 200 Mal. Einfach so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Nicht Vollauszug, einfach nur mal darauf achten, dass die Schulter immer unten bleibt. Und mal Pfeile schießen. Alles. So. Nachdem ihr das dann so 50, 100, 200 Mal gemacht habt. So, jetzt habt ihr das eine Zeit lang probiert. Den Bogen zu halten ist jetzt schon in der Natur, in eurer zweiten, oder wie sagt man so schön, Second Nature, dass ihr da nicht mehr drüber nachdenkt. Das Handgelenk ist immer schön gerade. Jetzt gehen wir einfach mal her. Laden wieder schön, so wie wir es gewohnt sind. Drei Finger schließen. Jetzt gehen wir einfach mal her, wir strecken den linken Arm zum Ziel. Schulter bleibt unten und jetzt ziehen wir mal zurück, je nachdem wie lange euer Auszug ist. Und jetzt findet ihr mal hier irgendwo einen Ankerpunkt. Ich habe es immer gern, dass der Teil zwischen Daumen und Zeigefinger da irgendwo an meinem Kiefer anliegt. Es kommt dann darauf an, wie lange ich ziehe, wo es dann liegt. Aber der Pfeil ist jetzt 29 Zoll, also habe ich meinen Ankerpunkt hier. So, macht es und dann einfach mal loslassen. Die Hand bewegt sich nicht weg, einfach mal die Hand im Gesicht lassen. Spannen, Ankerpunkt. Und wenn ihr loslasst, einfach die Finger auseinanderschnippen und ein L formen. So, mehr ist es nicht. Darauf achten, dass die linke Schulter unten bleibt. Arm ist gerade, Vollauszug, bumm. Das ist alles, worauf wir im nächsten Schritt achten. Immer noch ganz kurze Distanz, ich stehe 1,5 Meter vor dem Ziel, vor der Scheibe. Kein Thema. So, wenn wir das eine Zeit lang geübt haben, denken wir über den Release nach. Also wie schon gesagt, ich stehe hier und dann schnippe ich meine Finger und bringe den Ellbogen, weil meine Schultern schon zusammenstoßen und die Schulter auch unten ist, bringe ich den Ellbogen einfach so ein bisschen zurück. Schaut so aus. Ich komme zum Vollauszug. Wenn ich loslasse, geht die Hand so ein bisschen nach hinten und macht ein L. Und immer darauf achten. Schulter bleibt unten, Arm ist gerade. Ich ziehe zurück und wenn ich zurückziehe, sicherstellen, dass die Schulter nicht oben ist, sondern dass die Schulter auch unten ist. Und die Schulterblätter berühren sich. Und dann lasse ich los und alles ist wunderbar. Hindeuten, Schulter bleibt unten, Hand gerade. Drei Finger machen eine Clench, die drei Finger sind geschlossen. Vollauszug, bumm, die Hand. Also nicht zu viel Movement, nur der Spannung folgen, wenn ich löse, will der Ellbogen so ein bisschen zurückgehen, wenn ich es richtig mache, wenn ich Rückenspannung habe. Und das ist dann ein Zeichen, wenn ich nur mit dem Arm ziehe, also wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, die Hand hierher zu bringen, ne, mache ich jetzt, dann spanne ich den Bogen mit meinen Armmuskeln. Und dann geht die Hand irgendwo hin, weil meine Rückenmuskeln nicht eingebunden sind. Wenn ich mir aber denke, die Hand, mir davon egal, die ist komplett entspannt, das Handgelenk ist entspannt, ich bringe den Ellbogen hier zurück. Ich bringe den Ellbogen zurück und was ich dann spüre ist, dass direkt die Muskeln hier arbeiten. Nicht die Armmuskeln, weil der Ellbogen ist ja schon in der Mitte des Arms, mit den Armmuskeln kann ich da nichts mehr ausrichten. Also ich bringe den Ellbogen zurück, bis ich meinen Vollauszug erreicht habe, stelle sicher, dass die Schultern unten sind, und lass dann los. Und wenn ich das richtig mache, geht der Ellbogen natürlich ein Stück nach hinten. Ich muss es nicht forcieren. Also keine wilden Gesten hindeuten. Ja, Vollauszug. So, mehr nicht. Das reicht, wenn es so zum Ohr geht oder ein bisschen dahinter. Das ist nur Rückenspannung. Darauf achten, dass ihr diese Muskeln hier, die Rückenmuskeln, einbindet. Funktioniert nur, wenn beide Schultern unten sind. Also linke Schulter unten. Vollauszug. Rechte Schulter geht nach unten, Schulterblätter berühren sich, bumm.
Das ist alles. Und das macht es dann wieder und wieder und wieder und wieder. Sollte es euch schwerfallen, diese drei Finger geschlossen zu halten, also dass ihr so diesen Habit gleich mal entwickelt dann mit offenen Fingern. Manche machen das, ich würde es nicht empfehlen. Heilmittel, um das abzustellen, nehmt einen Pfeil und haltet ihn mit den drei Fingern hier so fest, dass die Spitze der Nocke gerade so am oberen Ende vom Mittelfinger ist. Also haltet den Pfeil mal hier schön fest. Und den Rest machen wir dann wieder wie gehabt. So, lernt gleich mal, die Finger geschlossen zu halten. Seht ihr? Ansonsten würde der Pfeil aus der Hand fallen. Gewöhnt euch dran, brauchen wir später. Okay? So, den Pfeil immer schön festhalten. Weil später lernen wir dann, den Pfeil hier nachzuladen. Aber es kommt später. Jetzt haben wir mal so die wichtigsten Grundlagen. Eins noch, die Bogenhand. Die ist jetzt nicht statisch und ihr haltet den Bogen da fest in der Position wie verkrampft, weil nicht dynamisch, nicht organisch, wenn ich den da so festhalte. Oh, keine Ahnung, fühlt sich nicht richtig an. Was wir tun, wenn wir den Bogen spannen, drücken wir mit der Daumenwurzel nach vorne, also so der Daumen drückt nach vorne und der kleine Finger drückt nach hinten. Jetzt kriege ich da so eine ganz leichte Rotationsbewegung rein, die ich haben möchte. Warum? Ich drücke mit dem Daumen nach vorne, mit dem Zeigefinger nach hinten, bringe den Pfeil aber immer noch zu meinem Vollauszug und wenn ich jetzt loslasse, schaut den Bogen an. Was der Bogen macht, habt ihr das gesehen? Er geht so ganz leicht nach vorne und weil ich den Bogen ja seitlich halte, geht der Bogen so zur Seite nach vorne und öffnet den Weg für den Pfeil. Nennt sich dann Katra, später reden wir dann darüber. Für jetzt einfach nur mal dran denken, Daumenwurzel nach vorne drücken und der kleine Finger drückt nach hinten, Vollauszug, Schultern unten, bumm. Dann diese Bewegung. Mehr braucht es im Moment nicht. Keine fancy Moves, gar nichts. Einfach nur so. Daumen drückt nach vorne, kleiner Finger nach hinten. Bumm. Und immer L. Also immer alles Schritt für Schritt durchgehen. Einmal einfach nur den Release üben. Den da mit den Schultern unten und Schulterblätter berühren. Und das nächste Mal dann mehr Fokus auf die Hand. Und dann am Ende kommt alles ganz natürlich zusammen. Einfach Schritt für Schritt alles. Was ich euch jetzt gezeigt habe, ihr könnt es ja zurückspulen, also nochmal anschauen, muss ich mich ja nicht hundertmal wiederholen. So, bumm. Das nächste Mal lernen wir das da. Dann kann man schön Pfeile aus der Hand schnell, effektiv, Schultern unten. So, und wir stehen immer noch 1,5–2 Meter vom Ziel entfernt. Das machen wir alles in sehr kurzer Entfernung. Wenn wir das dann lang genug geübt haben auf kurze Distanz, machen wir uns mal so eine kleine Markierung auf die Scheibe und versuchen, diese Markierung zu treffen. Bumm, 2 Meter Entfernung. Immer schön, gleiche Form, immer das Gleiche. Repetition is the key to success. Bumm, so. Irgendwann schießt ihr dann eine schöne Gruppe. Wenn ihr das habt, immer wieder auf 2 Meter, geht es 1 Meter zurück und schießt von 3 Meter. Immer alle Technikaspekte, die ich vorher erwähnt habe, berücksichtigen. Dann macht ihr das auf 3 Meter, bis ihr eine schöne Gruppe schießt. Dann 4 Meter, dann habe ich. Also nicht gleich anfangen, 20 Meter schießen wollen oder irgendwas. Oder einen zu starken Bogen, macht alles keinen Sinn. Startet einfach wie ein kompletter Anfänger. Zack. 3 Meter. Und so weiter. Und dann geht es später weiter nach hinten. So. Das waren jetzt 3 Meter, dann gehen wir halt auf 4 Meter später, bis wir wieder eine schöne Gruppe schießen. Dann gehen wir auf 5 Meter, bis wir wieder eine schöne, ne? Dann sieht man schon, jetzt geht der Pfeil ein bisschen tiefer.
jetzt muss ich meinem Körper Zeit lassen, das zu einzujustieren. Deswegen ist es ja auch instinktives Bogenschießen. Ihr spürt es, wo ihr hinzudeuten habt. Aber haltet immer den gleichen Ankerpunkt, Schultern unten, Schulterblätter zusammen. Und das ist alles für den Anfang, wenn ihr das jetzt mal für ein paar Wochen übt. Schritt für Schritt. Erstmal, euer Daumen gewöhnt sich dran. Natürlich kann man sich da am Pflaster rumwickeln, bevor die Haut runterkommt. Aber mit einem leichten Zugewicht geht es. Wenn ich mit 40 Pfund anfange, sagt der Daumen nach 20 Schüssen, nein danke. Und dann einfach Gruppen schießen und dann die Entfernung ein bisschen erhöhen. Das nächste Mal gehen wir dann ein bisschen mehr ans Eingemachte, so das Intermediate Level dann. Das ist jetzt Basic Level. Dann gehen wir ins Intermediate Level, wo wir uns dann ein bisschen mehr über Atmung, über Struktur und so weiter ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Okay? Das war's. Habt Spaß beim Trainieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in der Comment Section hineinschreiben. Und sofern ich Zeit habe, werde ich danach antworten. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.